jetzt nicht aufwendig für mich. Genau so Elektromobilität nicht in meinem Alltag darstellt. Wagt es halt eben nicht mit so wenig Kilometer. Viele interessieren sich für ein Elektrofahrzeug. Doch oft hört man, das kann man nur machen, wenn man auch eine eigene Lademöglichkeit hat. Was ist mit den ganzen Mietern in der Stadt? Ich fahre nun seit 3 Jahren rein elektrisch und habe keine eigene Lademöglichkeit. Ich bin Mieter im 4. Stock und nehme euch jetzt mit eine Woche in den Alltag eines Laternenparkers und Laders. Ich wünsche euch viel Spaß. Ja, hallo und herzlich willkommen zum 2. Tag, zum Dienstag in unserer kleinen Serie eine Woche Elektroauto fahren mit einem Laternenlader. Ja, das geübte Auge wird feststellen, ich musste gestern dann doch nochmal los. Weil jetzt steht mein Auto hier vorne und hinter mir steht ein Benz. Gestern stand hier vorne an der Stelle noch ein Ford Fiesta. Ja, ich musste meine Frau abholen und dann musste ich noch so ein bisschen in der Kälte warten. Und ihr seht, gestern ist noch was dazugekommen, also 82,4 Kilometer sind es jetzt insgesamt. Wir sind gestern nochmal 11,7 Kilometer gefahren, sind jetzt noch 76 Kilometer drinnen. Haben es wieder 1 Grad, kann man sehen. Das sind so diese spontanen Sachen, wo man mal los muss. Und ja, auch dafür ist mein Akku noch gemacht. Jetzt springt er gerade hoch auf 77, warum auch immer. Ich muss heute noch ein paar Sachen einkaufen, weil wie das so ist, wenn du dich um alte Leute kümmerst. Denen fällt natürlich auf, dass sie unbedingt das eine oder das andere brauchen, was ich natürlich gestern nicht gekauft habe. Und das werde ich dann noch jetzt holen. Ich muss dann noch zur Bank. Und naja, Wetter ist jetzt nicht so geil. Weiß ich noch nicht, ob ich da auf den Friedhof fahre. Ja, aber ich werde dann sicherlich jetzt erstmal nochmal irgendwo laden müssen. Und dann werden wir mal gucken, wo ich das mache. Ich muss sowieso noch 1-2 Sachen einkaufen. Ich würde ja fast sagen, fahre ich mal über die Stadtautobahn, habe ich mir gedacht. Da draußen werde ich sicherlich. Oh. Da draußen werde ich sicherlich an dem einen oder anderen Supermarkt vorbeikommen. So, kommt mal mit. Rüssel, neue Session, CCS HPC und fertig. Er hat noch 40% und braucht 26 Minuten bis 94%. Ja, das sollte uns ja locker reichen für unsere Zwecke heute. So, Pfandflaschen nehmen und Abbrenner. Der Wagen hat exakt so lange gebraucht wie ich zum Einkaufen. Als ich die letzten Sachen eingepackt habe, war er fertig. Und ist jetzt bei 94%. Diese Veranschaulichung soll jetzt nicht heißen, dass es bereits heute bei jedem genau so funktioniert. Mir ist wohl bewusst, dass es genug Örtlichkeiten gibt in unserer Bundesrepublik, bei der es leider noch nicht so viel oder so ausreichend Ladesäulen oder auch Schnelllader an Supermärkten gibt oder wenn überhaupt Ladeinfrastruktur. Ich zeige ja nur, wie mein Alltag abläuft. Und normalerweise wäre ich jetzt irgendwo wahrscheinlich in die Stadt gefahren, hätte mein Auto an einer langsamen Ladesäule abgestellt und hätte dann all meine Besorgungen so nach und nach irgendwo in einem Einkaufszentrum oder ähnlichem erledigt. Hier ist es jetzt so, naja, wir haben halt gerade Lockdown und da ist es dann sowieso ein bisschen schwieriger. Und da ich ja sowieso nochmal einkaufen musste, weil, wie gesagt, ein paar Sachen vergessen hatte, dann kann man das halt gleich mitnehmen. Dann verbindet man das halt gleich. Aber ich sitze jetzt nicht zu Hause und erstelle irgendwelche Tabellen oder ähnliches, sondern man kennt halt seine Märkte in seinem Umkreis. Und das wird jeder bei sich ähnlich haben. Irgendwann,
man beschäftigt sich einmal damit und dann hat man eigentlich relativ fix die ganzen Ladepunkte, die einen persönlich so irgendwie interessieren. So, nach insgesamt 24,7 Kilometern, 160 Kilometern Rest, und sagt der Akkustand noch 85%. Jetzt angekommen beim Friedhof, und dann werde ich mich mal ein bisschen nützlich machen. Und danach geht es dann zum Vater, noch zur Bank. Erst zur Bank, dann zum Vater und ja, gucken wir mal, was haben wir denn? Wir haben noch 154 Kilometer, 27,7 Kilometer See fahren, 83 Kilometer natürlich noch im Akku und natürlich muss ich jetzt nicht laden. So, wie es auch schon Doc Tesla sagt, steht er dann lädt er. Und nach diesem Grundsatz stecke ich ihn natürlich auch an, obwohl er noch gut über 80% hat. Warum? Weil ich weiß, dass ich hier jetzt ungefähr eine Stunde unterwegs bin und ein bisschen was zu tun habe. Und wenn das Auto sowieso steht, dann wird es geladen. So wie das Leben so spielt, ging der Termin sozusagen schneller als gedacht. Hat jetzt nur knapp eine halbe Stunde gedauert. Und haben jetzt 164 Kilometer drinne. Habe ich nicht bewegt. Das entspricht jetzt 88%. So, und bei mir ist es aber oftmals so, dass ich schneller fertig bin als angenommen. Und dann ist es lieber so. Ich stecke lieber mit, keine Ahnung, 82% oder was an und lade dann in der halben Stunde nochmal ein bisschen was nach. Und lieber weniger als angenommen. Aber ich bin ja schon über 80%, von daher ist es easy. Ist mir lieber so, als dass ich die ganze Zeit rumfahre und dann, wenn ich wirklich die Ladung brauche, also wenn ich plötzlich unter 10% habe oder ähnliches, ja, dass ich dann plötzlich einen Termin habe, der schneller vorbei ist, als ich dachte. Und was mache ich dann? Dann fahre ich zu einem Schnelllader, der nicht auf meinem Weg liegt. Dann bleibe ich hocken im Auto in der Ladesäule. Das ist ja immer das, was die meisten Leute denken. Aber genau so versuche ich natürlich, dass sich genau so Elektromobilität nicht in meinem Alltag darstellt. Da jetzt Lockdown ist, ne? Guck mal, normalerweise wäre jetzt so, okay, bist eine halbe Stunde schneller fertig als gedacht. Ist kein Problem. Dann gehst du halt nochmal in dem einen Klamottenladen rein oder was weiß ich nicht. Ne? Also da gibt es schon immer Möglichkeiten und Wege, was man so machen kann oder was man auch spontan machen würde. Ob das Auto nun an der Ladesäule hängt oder nicht, ja, ist ja jetzt gerade Nese. Also ne, geht ja gerade nicht. So, was gerade noch recht wenig aussah, hat aber direkt schon ja, seinen Sinn ergeben. Und zwar diese knappe halbe Stunde, die ich dann nur geladen habe, mit meinem Fahrzeug, was ich nur einphasig laden kann, an einer 11 kW Säule mit einem 20 Ampere Kabel, hat aber dafür gesorgt, dass ich eben zu meinem Vater gekommen bin und im Prinzip quasi in der halben Stunde, wo das Auto so oder so stand, die Strecke geladen habe, die ich von Köpenick bis hier raus brauchte. Und damit habe ich schon mal, brauche diese Strecke zweimal, also einmal hin, einmal zurück. Aber somit habe ich schon mal eine Strecke sozusagen rausgeholt. Nur dadurch, dass ich angesteckt habe, wo ich sowieso stehe. Ich habe jetzt gerade noch einen spontanen Abstecher zu einem Kumpel gemacht. Ich habe mir noch ein bisschen Werkzeug ausgeborgt und so kommen wir insgesamt mit Rückweg jetzt bis nach Hause hier. Man sieht, ich bin gerade hier wieder auf dem Hof. 93,2 Kilometer, Durchschnittsgeschwindigkeit 42 km/h, war insgesamt Fahrzeit 2 Stunden 24 und ich habe jetzt noch 92 Kilometer Restreichweite. Das entspricht ziemlich genau 50%.
Ja, ich habe heute nochmal geladen, aber man darf immer nicht vergessen, also ich bin jetzt beide Tage nicht ganz, aber so 80, 90 Kilometer gefahren. Das ist jetzt nicht so der Bundesdurchschnitt. Und wie gesagt, wenn man ein Fahrzeug hätte mit einer doppelt so großen Batterie, die ja heute im gleichen Preissegment liegen, dann denke ich, hätte es auch gestern mit Einmalladen gereicht, zum Beispiel. So. Aber gut, es ist ja erst Dienstag. Wir wollen mal gucken, was die Woche noch so bringt. Das war jetzt der zweite Tag. Morgen geht es so ein bisschen innerstädtisch durch die City von einem Punkt zum nächsten. Und da wird es nur langsam Ladesäulen geben, wenn überhaupt, wenn die eventuell blockiert sind durch Carsharing-Fahrzeuge oder durch Verbrenner. Das waren jetzt keine 3 Kilometer zur Ladesäule. Ich werde den jetzt anstecken und dann hoffen wir, dass das alles so problemlos funktioniert. So, vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Ich würde mich freuen, wenn ihr morgen auch wieder einschaltet in unserer kleinen Serie. Eine Woche Elektroauto fahren mit einem Laternenlader, Laternenparker, nennt ihr sie, wie es wollt. Und dann wünsche ich euch einen wunderschönen Tag und ja, vielleicht bis morgen.